schieben, rechte Trense, schieben, linke Trense, schieben, beide Trense. Das soll er nicht nachlassen. Schieben, rechte Trense, schieben, linke Trense, schieben, beide Trense. Also es darf dann ruhig ein schöner Arbeitstab sein, auch so Arbeitstab obere Grenze, wäre gar nicht so schlecht. Ne? So. Na gut, wenn man jetzt den Trab nicht sitzen kann, dann würde ich, guck mal, man muss leicht traben, weil man sonst das Pferd stört, dann würde ich auf dem falschen Fuß leicht traben dafür. Ne? So, dann würde ich diese Regel dann brechen im Zweifelsfall. Ne? So, jetzt kommt das innere Hinterbein dran. Das innere Hinterbein am Boden ist schieben einmal und dann linke Kadaver und schieben und rechte Kadaver und auch einmal schieben und beide Kadaver ziehen. Und dieses Schieben, die schiebende Hilfe, die soll aus Knie und Oberschenkel kommen, nicht aus den Gesäßknochen. Ne? Nicht, dass der dann Rücken wegdrückt und irgendwie davonläuft, sondern er soll damit aufgewölbten Rücken schieben. So. Die Seite sieht besser aus als die andere, oder? Ich habe das Gefühl, das linke Hinterbein tritt in ins Kadavergebiss besser hinein als das rechte. Das machen wir nochmal Handwechsel. So, ja, es schnaubt auch ab. So. So, man kann das natürlich genauso gut auf dem Zirkel machen, aber es ist immer gut, wenn man während für sowas relativ gerade, lange Linien sich sucht, damit also das Pferd nicht durch die Linienführung vielleicht verleitet wird, sich zu verhalten. Jetzt machen wir hier nochmal. Das linke Hinterbein am Boden ist einmal einen Tritt schieben, einen Tritt äußere Trense, einen Tritt schieben, einen Tritt innere Trense, einen Tritt schieben, dann beide. Also muss man links, rechts, beide. Ja, bei anderen Pferden, wenn die von sich aus mehr vorwärts gehen, dann würde ich vielleicht einfach machen, linke Trense, rechte Trense, beide Trense schieben einmal. Das kann man also variieren, je nach Bedürfnis des Pferdes. Jetzt kommt das innere Hinterbein. Das innere Hinterbein am Boden ist schieben, rechte Kadaver, linke, beide vorwärts. Ja, bei der Kadaver, da, wie gesagt, da muss man unter Umständen, gerade bei ihm, etwas öfter mal aktivieren und treiben. Man kann auch mit der Gatter ein bisschen vibrieren. Ach, was linke Trense vor allem. Genau. Und da kann ich die Hand ganz leicht nach links, den Widerriss mitzunehmen. So, genau. Ja, gar nicht so schlecht, ne? So, jetzt kann man natürlich dann, also heute noch nicht, aber man könnte jetzt ganz gezielt Beinpaare arbeiten. Ich könnte das äußere Beinpaar arbeiten. Machen wir nochmal Schulter rein und nächsten lange seitlich. Also für das äußere Beinpaar zu arbeiten, würde ich zum Beispiel aus Kadavertrense, Kadavertrense verwenden. Oder fürs das wäre Form hinten, Form hinten. Also für die innere Seite wäre es innen zum Beispiel hinten, vorn, hinten, ne? Kadaver, Trense, Kadaver. Also man kann das auf ganz vielfältige Weise angehen und man kann das Pferd mit so einem richtigen Netzwerk der Hilfe umgeben. So, jetzt gehen wir auf den Zirkel einmal. Und jetzt galoppieren wir an. Dann machen wir erst zur Vorbereitung, zwei Tritte Zirkel vergrößern. Dann bringen wir ihn an den äußeren Schenkel und Zügel heran, dann an der äußeren Trense halbe Parade, genau. Genau, dass er springt, dann kann man ruhig aus dem Sitz nicht mehr hochlassen. Und dann kann man den Widerriss jetzt ganz leicht mit der linken Hand nach oben führen. Jetzt leicht, na, jetzt weich, nichts Ruckartiges oder so, nur einfach so die Richtung angeben, dass man den Pferd sagt, komm, mehr hoch, heb dich an. Im Sitz muss ich aber dann noch Platz machen entsprechend. Ich darf jetzt nicht schwer einsitzen, wenn er mit Rücken wieder bis hoch muss, sondern ich muss Luft lassen quasi. Durchaus Knie bis hoch, genau. So, jetzt gehen wir ganz normal. Und dann legen wir zu, wenn der Widerriss hochkommt. Ah, zu spät. So, wenn der Widerriss hochkommt. Vorwärts, kann man auch wieder Trense fühlen lassen, ausgehenden Beine und so weiter. Und nochmal eine lange Seite. Das wäre auch eine gute Sache jetzt. Ne? Also, so genauso, wenn man jetzt eben vorher im Trab die beiden Hinterbeine mit den beiden Gebissen verbunden haben, genauso kann man es im Galopp auch machen, oder sollte man sogar. So, gut. Und noch eine lange Seite, ein bisschen vorwärts. Wieder das hoch. Und rechte Trense, linke Trense, beide Trense. Gut. Ist gar nicht schlecht, ne? Jetzt gehen wir wieder zurück zum Trab. Parade rechts. So, jetzt mal Handwechsel. So, in der Schmalen Reitschule war das früher so üblich, ne? Das